Matthäus Kapitel 7. Verurteilet nicht ander, dass der Gott nicht euch verurteilt. Mit dem Urteil, das ihr ander verurteilt, verurteilt euch der Gott. Und mit dem Mass, das ihr messet, misst euch der Gott. Warum siehst du den Speisen im Auge von deinem Mitmensch und spürst den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Oder wie kannst du deinen Mitmensch fragen, warte, ich ziehe dir den Speisen aus deinem Auge? Schau den Balken an in deinem eigenen Auge, du Scheinheilige. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge raus. Dann kannst du ja einen Speisen im Auge von deinem Mitmensch machen. Ganz heilig nicht den Hund und rühret eure Perlen nicht vor zu euch an, dass es nicht vertrampet mit ihren Füßen, sich umkehret und euch verreisset. Müdet und der Gott gibt es euch, suchet und ihr findet, läutet und man macht euch auf. Weil jeder, der müdet, der kommt über und wer sucht, der findet. Und dem, der läutet, macht man auf. Oder wer von euch hätte das Herz, um seinem Sohn einen Stein geben, wenn er Brot will? Oder eine Schlange, wenn er einen Fisch will? Wenn aber schon ihr, die nicht die Bräfsten sind, euren Kind nur gute Sachen geben, wie viel eher gibt euer mächtiger Vater das, was er darum bittet? So, wenn er wollt, dass man mit euch sei, so müsst ihr mit den anderen sein. Genau das sagen das Gesetz und Propheten. Geht durchs kleine Tor, weil das Breittor und die Breitstraße in Untergang führen. Und die Türen laufen viel. Aber das Tor und der Weg ins Leben sind eng und schmal und nur wenig finden ihn. Passet auf vor den falschen Propheten, die zu euch kommen als brave Schafe verkleidet und darunter Wölfe und Räuber sind. Ihr merkt es ja an den Früchten. Kann man etwa Trauben lesen ab einem Dorngestrüpp oder Feigen von einem Distelstrauch? So bringt jeder gute Baum schöne Früchte. Aber ein fauler Baum trägt schlechte, böse Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte tragen und ein fauler Baum keine gute Früchte. Jeder Baum, der keine gute Früchte mehr bringt, haut man um und rührt ihn ins Feuer. Drum nochmal, ihr merkt es ja an den Früchten. Nicht jeder, der «Meister, Meister» sagt zu mir, kommt wegen dem in die neue Welt. Bloß der, der den Willen von meinem mächtigen Vater tut. Viele sagen im Endgericht, «Meister, Meister, haben wir nicht in deinem Auftrag prophezeit und in deinem Auftrag Dämonen austrieben und in deinem Auftrag viel Wundertaten gemacht?» Und dann sage ich denen, «Euch habe ich nie gekannt, fort mit euch, ihr lebt gegen das Gesetz.» Jeder, der meine Worte hört und danach handelt, kann man mit einem überleiteten Menschen vergleichen, der sein Haus auf Felsgrund gebaut hat. Es hat abgekuddelt und Hochwasser gegeben und gestürmt und gerüttelt am Haus. Es hat standgehalten, weil es ja auf Felsgrund gestanden ist. Und jeder, der meine Worte hört und nicht danach handelt, kann man mit einem leichtsinnigen Menschen vergleichen, der sein Haus auf Sandgrund gebaut hat. Es hat abgekuddelt und Hochwasser gegeben und gestürmt und gerüttelt am Haus. Es ist zusammengefallen mit einem riesen Krach. Und wo der Jesus fertig ist mit seiner Rede, staunet das Volk nur so über seine Lehre. Er lehrt nämlich wie einer, der eine Vollmacht vom Gott hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten.